Was passiert denn eigentlich mit so einem Tattoo, wenn man jetzt viel Muskeln aufbaut? Sieht das dann nicht total komisch aus? Das war die Frage, die ich in den letzten paar Tagen oder nicht nur Tagen, Wochen und Monaten öfters gehört habe. Deshalb dachte ich mir, ich beantworte die mal kurz. Die Kurzfassung. Nee, so wirklich passiert da nichts, aber es gibt zwei Ausnahmen, die es da zu berücksichtigen gibt. Lass uns aber erstmal anschauen, warum das so ist und danach zu den zwei Ausnahmen zu kommen. Also, warum ändert sich beim Tattoo grundsätzlich nicht so viel, wenn du viel Muskeln aufbaust? Erstens, weil das Tattoo sich auf deiner Haut befindet und nicht auf deinen Muskeln direkt. Das erklärt, warum ich hier das Aussehen von meinem Tattoo auch verändern kann, wenn ich an meiner Haut rumspiele. Das heißt jetzt wiederum auch, in dem Moment, wo du viel Muskeln aufbaust, beispielsweise deine Muskelmasse steigt um 50%, dann heißt das nicht automatisch, dass auch deine Haut um 50% gedehnt wird. Denn da gibt es einen Unterschied. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eine optische Täuschung. Mach mal den Selbsttest bei dir selbst. Wenn du schon im Training drin bist, miss mal deinen Arm vorm Training und mach dann richtig aggressives Armtraining und schau doch mal, wie groß sich denn dein Umfang von deinem Arm ändert, wenn du so einen richtigen Pump hast. Also rein im Spiegel siehst du davor aus wie ein absoluter Spargeltarzan, danach aus wie Hulk und dann wirst du irgendwie feststellen, boah, da ändert sich ja fast gar nichts am Umfang. Das ist eine richtige optische Täuschung. Das heißt auch, Menschen, die tendenziell dann Muskeln aufbauen, die sehen so ein, zwei Zentimeter, machen schon einen riesen Unterschied für die Optik aus. Aber auf deinem Tattoo, da merkst du überhaupt keinen Unterschied. So, das sind die zwei Gründe, warum da prinzipiell nicht so viel passiert. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Nummer eins. Du bist zuvor ein absoluter Spargeltarzan. Jetzt reden wir wirklich mal von Oberschenkeln, so dick wie mein Handgelenk hier. Und du mutierst dann zu einem Profi-Bodybuilder, der auf Wachstumshormonen ist, der noch zusätzlich auf Steroiden ist und noch was weiß ich, was für Stoffen. Dann passiert natürlich was mit deinem Tattoo. Ganz klar, dass es dann entsprechend in die Länge gezogen wird, verzerrt wird und so weiter. Aber selbst da hättest du immer noch die Option, erstens, dass du in ein Tattoo-Studio gehst und ein anständiger Tätowierer könnte dann entsprechend nochmal nachstechen oder was Neues aus deinem Tattoo zaubern. Also da hast du die erste Option. Oder die zweite Option. Mittlerweile gibt es ja auch die Option, dass man. Option, Option, Option. Mittlerweile hast du ja auch die Möglichkeit, dass du dein Tattoo weglasern lässt. Es ist ja nicht mehr vollkommen für ein Leben lang, wenn du das nicht haben möchtest. Das heißt, auch das wäre theoretisch noch eine Option. So. Zweite Ausnahme. Zweite Ausnahme hat jetzt nichts prinzipiell mit dem Muskelaufbau zu tun, sondern mehr mit dem Gegenteil. Fettaufbau. In dem Moment, wo du sehr schwer übergewichtig wirst, da passiert Folgendes mit deinem Tattoo. Nicht nur, dass es sich dehnt, sondern auch, dass zusätzliche Fettpolster, sage ich mal, oder zusätzliche Falten mit reinkommen können, was das nochmal dein Tattoo verzerrt. Das gesagt habend, jemand, der tatsächlich so übergewichtig wird, ich glaube, da ist ein Tattoo dann im Endeffekt nicht mehr das größte Problem. Ich glaube, der hat mit anderen Problemen zu kämpfen. Also ja, grundsätzlich gilt, arg viel verändert sich nicht, aber dennoch sehe ich persönlich so ein Tattoo im Arm immer als eine kleine Motivation, auch immer fit zu bleiben, auch ein Leben lang. Von daher, ja, so viel dazu, was mit dem passiert. Wenn du noch mehr Videos rund um das Thema Ernährung, Fitness, aber auch Testosteron und so weiter sehen willst, klick unten auf Abonnieren, dann bekommst du jedes Mal eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.